Herzlich willkommen zurück in der Karibik des 17. Jahrhunderts. Das ist Christopher Raven, jener junge Mann hier. Ein weit gefürchteter Pirat. Und wir stehen am Steg auf St. Georgis. Werden sich einige fragen, warum St. Georgis? Wir waren doch in der Kneipe Bridgetown. Ja, das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, die Kneipe ist verbuggt. Man kommt nämlich nicht mehr raus. Ganz großes Kino. Und der zweite ist, dass ich mich jetzt endlich entschlossen habe. Wir müssten ja genug Geld haben, oder? Ja, 10.170. Dass ich hier mir jetzt die Fregatte des Franzosen da oben kaufe. Also haben Sie den alten Chevalier erwischt. Ei. Ich frage mich, wer ihn verraten hat. Da kämen viele in Frage. Ich bin mal mit ihm gesegelt. Ich sage dir, es ist nicht einfach mit ihm. Du musst immer Angst haben, mit einem Messer im Rücken aufzuwachen. Außerdem soll er seine Kameraden betrogen haben. Ist völlig verrückt, wenn du mich fragst. Gerade trinkst du noch einen mit ihm? Im nächsten Moment geht er mit dem Messer auf dich los. Ist das wahr? Dann wird er bald den Henker rübergeben und dieser Martell kennt keine Gnade. Da jagt doch nur ein Verbrecher den anderen. Dieser Martell könnten Sie von mir aus gleich mit aufhängen. Da, aha. Wie es ausschaut, hat sich hier ein neuer Quest aufgetan. Dann wollen wir die Typen nochmal ansprechen, reden. Du hast Pierre Martell erwähnt. Was weißt du über ihn? Ey, das gibt dich einen Scheißdreck. Ich weiß nur, was jeder andere auch weiß. Ist kein unbeschriebenes Blatt ihre. Vor allem ist er tot. Was? Ich meine, keine Ahnung, wo du das her hast. Aber vor einer Stunde war er noch sehr lebendig. Wo hast du ihn gesehen? Er war in der Rue d'Edgar einen trinken. Und davor hat der Dwiggeltor Harry aufgehängt. Das wollte er begießen. Was? Er hat jemanden aufgehängt? Nun ja, Martell, er liebt es, Leute zu hängen. Seit 2 Jahren ist er ihr der Anker. Verstehe. Aha. So hoch und so, und ich kann es nicht fassen, dass ich mich abtäuschen lassen, aber ich werde den echten Pierre Martell kriegen. Ich bin gerade momentan völlig verwirrt. Pierre Martell, wer war das denn? Aber ich erinnere mich doch dunkel, wenn ich nach St. Georgis zurückkomme. Ich glaube, ich hatte hier noch jemanden, den ich seine Haut stückchenweise von den Rippen schneiden wollte, weil er mich da vor die französische Flotte geführt hat. Wo ist der Pisser? War der nicht hier unten? War der nicht hier unten? Apropos. Komm, verdien mal dein Futtergeld. Zong! Was gibt's? Noring, er hast auch schon Besseres geholt. Sorry, jetzt nicht da, aber hier, der war doch hier unten. Da unten steht er. Mein lieber Freund, wir hätten da noch etwas zu besprechen. So. Ach, du willst nicht mit mir sprechen? Ich habe wegen dir mein Schiff verrecken lassen. Bin leider etwas ab. So, jetzt wollen wir doch mal sehen. Oh, Mist. Wo kommen denn diese bepissten Soldaten jetzt her? So, das war's, mein Freund. Oh, 1365 Reales. Das hat sich gelohnt.
während dieser französische Offizier nichts dabei hatte. Aber das, mein Freund, war die Rache dafür, dass du mich hast vor die französische Flotte geschickt und ich dann erstmal etwas abgeäschert wurde. Mach's gut. Ich wünsche dir in der Hölle noch viel Gefallen. Ich glaube, das ist der Segelmacher, oder? Die anderen Penner haben nicht aufgepasst. Wer warst du? Wie wär's, wenn wir handeln? Nee, ich will an sich nicht handeln. 1100, bla bla bla. Wir haben doch nichts mehr, oder? Nein, wir hatten doch Tee. Den verkaufen wir erstmal, weil wir jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob wir den mitkriegen, wenn wir ein neues Schiff kaufen oder ob das Schiff dann leer ist. Das Zeug für den Gouverneur kann ich auch noch anderweitig besorgen. So, das war meine Rache an dieser Jean Ledoux. Jean Ledoux? Ich glaub's ja nicht, dass ich mich hier abziehen lasse von so einem Franzosen, unserem Froschfresser. So, ein Ohrring. Naja, gut. Also, das hätten wir erledigt und ich muss sagen, das hat sich ja richtig gelohnt. Das hat sich ja richtig gelohnt. Komm ich denn jetzt wieder hier hoch? Hier ist der Kräuterhändler, da will ich ja gar nicht hin. Pierre Martel? Ach, ja. Das ging aber schnell. Er ist da. Die Totengräber haben seine Leiche schon abgeholt. Das haben sie nicht. Werden sie aber ach, bald. Jetzt weiß ich der Pierre Martel. So, mein Freund. Du hast mir gesagt, du hättest ihn aufgehängt. Jetzt weiß ich wieder, wer das war. Es war einer von den Söldnern, die wir erledigen sollten. Und wir haben ja mit ihm gesprochen. Französisches Schwert. Wir haben ja mit ihm gesprochen und er hat uns ja erzählt, er hätte ihn aufgehängt. 950, Level 13. Leck mich im Ärmel. Naja, Level 12 sind wir bald. 950 Schaden. Schick, schick. So, trotzdem, deswegen, ungeachtet deswegen, ich muss an sich nicht hier jetzt hier mal irgendwie da hochkommen und wollte eigentlich jetzt hier im Gouverneurspalast. Ach, ich hab meine Orientierung. Ja, hier komme ich wieder nicht rein, gell? Hat man ja sehr schön die Ecken zugebaut. Naja, gut, jetzt haben wir den echten Pierre Martel erwischt noch. War noch nebenbei. Wie komme ich denn jetzt hier zum Gouverneurspalast, Leute? Ich muss da mal hoch. Da. Mutti, Puppe ist aus dem Weg. Ich muss hier durch, ich bin Arzt. So, wo bist du, meine liebe Krähe? Komm doch da nicht ran, weil Mutti unterm Balkon steht, oder was? So. Das ist der sogenannte Rabenschutzbalkon. Kommt man nicht runter. Tja. Gut, ich könnte sie jetzt mit Gewalt machen, aber da oben stehen mir zu viele von den Soldaten rum. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, ob wir uns, nee, nicht ob wir uns, sondern mit Sicherheit werden wir uns jetzt mal etwas das Schiff kaufen. Und dann müssen wir mal sehen, ob wir das beim Segelmachen noch ein bisschen verbessern können. Jetzt hat er den Ring. Hoffentlich findest du mich noch. So, mein Freund. Bonsoir. Eine Fregatte zu verkaufen. Die Fregatte nehme ich. Vom Erlös würde ich gerne meinen Ruhestand genießen. Ja, kannst du machen. Gib her, was wollt ihr Abendschiff zeigen? Wie viel wollt ihr dafür haben?
Naja, bis jetzt ist sie natürlich hier noch nicht so trullerig, da ist ja unsere alte besser, aber das Problem ist natürlich auch schlicht und ergreifend, die ist ja nicht ausgebaut, ist ja hier Level 2 und die ist Level 0. Dann machen wir mal Schiff kaufen. 1507 für einen kompletten ausgebauten Kahn mit sage und schreibe Level 2. Was guckt ihr mich so an? Dem die Franzosen. Naja, gut. Nun ja, dann müssen wir mal sehen, ob wir bei dem Segelmacher jetzt noch ein paar Upgrades kaufen können, die uns vermutlich völlig ruinieren werden. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt noch? 3300? 3300 und was haben wir hier noch? Kokosnuss, Kokosnuss, Shamshi. Ein Ring. Ohrring, Ohrring, Ohrring. Das war, was der Rabe eben zusammengeklaut hat. Naja, nun ja. Ach, das ist, glaube ich, der Gouverneur, ne? Ja. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Wo ist denn der Segelmacher hier? Westufer? Ne, das brauchen wir auch nicht. Das ist Schiffsbauer. Schiffsbauer ist ziemlich genau geradeaus. Entschuldigung. So. Oh, na, Madame. Was lesen wir hier? Die drei Musketiere? Wo geht's jetzt wieder raus? Ach, hier war noch irgendwo, wo bin ich denn jetzt hier rausgehüpft? Da. So, ab zum Hafen. Dann wollen wir uns erst einmal ansehen, was wir da noch für 3000 Reales reinpuppen können. Vielleicht ein bisschen Kotflügelverbreiterung, Ex-Boiler und natürlich ein paar schöne Felgen. Okay. Ja! Ihr seid am Tanzen, das habt ihr es gut. So, war jetzt der schnutzelige... Nee, Händler will ich nicht. Der Schiffsbauer ist im Westen. Also müssen wir gucken, ob wir nach Westen kommen. Sind wir dann hier richtig? Ach, diese Katte. Katte ist ja wirklich für den Arsch. Ja, aber wir gehen richtig. So. Verdien dir deine Krötenrabe. Wo ist er denn? Wo war er denn? Hier hinten war er irgendwo da drüben, ne? Warst du das? Nee. War er nicht der, den wir mitnehmen wollten? Wo ist eigentlich der, den wir mitnehmen wollten? Den habe ich auch noch nicht gesehen. Aua. So, du warst das. Christopher, willst du jetzt hier runterfallen? Sein? Hat das Schiff ein paar Kratzer abgekriegt? Nein, das ist nagelneu, er hat keinen Kratzer. So. 1000 Reales! Reales! Ach, na. Wir erhöhen erstmal die Dings. Boah, 2000 Reales. Wer soll das bezahlen? Das ist ja Wahnsinn. Stabilität der Hülle. Geschwindigkeit plus 1. Ja, dann machen wir das noch. Und schon bin ich wieder pleite. Ich glaube es einfach nicht. So. Wann wollen wir uns mal unseren neuen Bock anschauen? Wollen wir mal reinschauen, wie er denn ausschaut? Das müsste doch sein, oder? Ist das richtig? Da drüben ist wieder, oder? Wo komme ich denn jetzt wieder auf mein Schiff? Das ist ab. Ja, das sieht zumindest. Doch, da ist richtig.
Da ist die grüne Kreis. Die grüne Kreis, die zeigt, komm mal am Schiff. Wollen wir erstmal schauen. Können wir das hier irgendwie... Nee, so kriegen wir das leider. Müssen wir mal hier so... Jetzt habe ich natürlich auch die Konsolenbefehle da nicht im Kopf. Naja, es sieht zumindest mal etwas eindrucksvoller aus. Wie der kleine krüppelige Schoner, aber der war wenigstens ausgebaut. Und wir haben jetzt drei Masten. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir wieder irgendwie Geld zusammenkriegen. Was sagt denn das große I? Quest. Leicht verdientes Geld. Was? Leicht verdientes Geld in Georgies? Ach ne, das war der. Ja, das weiß ich, warum der nicht rausgeht, weiß ich nicht. Der Gärtner. Ja, das haben wir doch erledigt. Das war doch der Gärtner der Hölle. Ein schneller Abgang. Ja, das haben wir definitiv auch erledigt. Jean Leloup ist jetzt beim Gärtner in der Hölle. So, was ist denn das für eine kleine Insel hier? Donovan's Presse? Ja, das ist diese spanische irgendwas. Fraktionsquest, der französische Hochzeit, das haben wir ja noch nicht. Da, wo die im Nachlass seines Vaters erwähnt wird. Zug, aber ich habe doch... Habe ich da eine Karte? Habe ich davon nicht, gell? Darf, Rechnung von Bollingham, Toussaint's Brief, Notiz. Wasser bitte. Karte von Archer, Blackrock. Santo Domingo. Santo Domingo, könnten wir mal wieder hin. Brief, ja, ja. Wir müssten sowieso mal gucken, wir brauchen dringend noch einen Navigator. Haben wir jetzt eigentlich Rationen dabei? Das haben wir. Verpflegung 301, Schrotladung, ja. So basismäßig sind wir ausgerüstet. 16 Kanonen können wir tragen momentan. Und aber einkaufen kann man nichts. Kann man nichts. Ich wollte eigentlich mal schauen. Ich bin doch hier unten. Wenn ich jetzt eigentlich nur hier hinklickere... Komme ich jetzt? Nee, also hier einfach so hinfahren, das geht nicht. Ich muss definitiv Blanco Island warmer. Ace waren wir noch nicht. Wir könnten ja mal nach Cumana. Was war da? Die Leichen färben. Das ist der spanische Schoner. Da weiß ich nicht, ob wir den schon packen. Andalucia, Bridgetown, steht noch unsere Nonne rum. Saint José waren wir schon. Redonda, San John, da müssen wir nochmal hin. San Juan haben wir angefangen. Santo Domingo, Port Royal, 22 Tage. Und hier hinten ist. Aber wo ist denn die kleine Insel, die da erwähnt worden ist? Das kapiere ich nicht. Oder ist das das Aves Island? Machen wir uns nach Aves Island. Spanisches Handelsschiff, das hätte ich mir mal greifen können. Ich dachte, man kann auf der Karte gegebenenfalls irgendwo auf die See einfach mal fahren und dann sich ein bisschen umschauen, aber irgendwie geht das nicht. So, wo sind wir denn? Aves Island. Ach, das war doch diese blöde Pirateninsel. Die hat mir doch ausgeräumt. Oder täusche ich mich da? War doch hier Ace Island. Nee. War das die Schamaneninsel? Hier sind die Tempelanlagen. War das auch hier? Ja, Donovan, da hinten steht er rum. Da hinten steht er rum. Nein, um Gottes Willen, ich will hier nicht wieder auf die scheiß Tempel. Nein, will ich nicht. Wie komme ich hier weg? Da hinten. Bloß weg, hab genug von diesem feuchten, nassen Tempel. Bah, das war ja einfach ätzend und zäh. Wie konnte ich nur hierher fahren? Bloß weg hier. Da wollte ich definitiv nicht an Bord gehen. So. Martinique. Martinique waren wir auch noch nicht. Martinique. Wieso kann ich zum Beispiel jetzt hier, wenn ich hier hinklicke... Es geht nicht. Es gibt keine Option, hier irgendwie mal
mal weiterzukommen. Okay, dann... dann fahren wir mal nach Martinique und schauen uns dort ein wenig um. Martinique. Sehr schön. Automatische Speicherung. Das ist schön. Da würde ich sagen, es sind ja auch schon wieder 20 Minuten rum. Und bevor wir jetzt... warum ist denn hier so wieder schon so dunkel? Ich glaub's einfach nicht. Was sagt die Karte? War das nicht die eine... warte mal, Tooltip schließen... wir hatten doch eine Karte von Archer. Ist das nicht die Karte? Nee, Santo Domingo war das. Santo Domingo! Da werden wir uns beim nächsten Mal hier auf Martinique umschauen. Was es denn hier so gibt, ob wir noch Quests abgreifen können. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bye bye. Und ciao! Endlich haben wir unser erstes größeres Schiff. Leider noch massiv ausbaufähig und wir haben natürlich mal wieder kein Geld. Wir werden wohl wieder mal irgendwo zwischendurch offline plündern gehen. Das ist wirklich der schnellste Weg hier, um ein wenig an Geld zu kommen. Ansonsten kann das ja wirklich im Game... man bekommt bei den Hauptquests und Nebenquests nicht wirklich viel Geld. Man muss wirklich versuchen, irgendeinen Ort oder den, was weiß ich, die Pirateninsel oder so ordentlich auszuplündern und das entsprechend zu verkaufen. Dann gibt's was. Ah, wir haben uns auch noch an Jean Ledoux. Das gab mir dieses Geld knapp 1400 Reales gerecht, der uns da in die Arme der französischen Flotte geschickt hatte. Und jetzt müssen wir mal sehen, was wir hier auf Martinique vorfinden. Aber das dann erst in der kommenden Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.